ziemlich leer aus. Alter, ich bin erschrocken. Gut. Dann mal gucken. Vorne den Vorsicht. Alter. Ja, wegen dem Gewehr mit dem Pistil. Kann ich auch theoretisch noch drüber schauen, oder? Ja. Das ist gut. I'm on a boat, motherfucker. Auf jeden Fall. Vielleicht lebt er allerdings der Pilot noch. Ich kann hier nämlich keine Leiche erkennen. Ich bin nicht ausgeschlossen, dass der hier noch irgendwo rumwandert. Verletzt. Der Menschen frei aus. Und dann nehme ich mir noch die Minute, um auch sicher zu sein. Ja, nochmal zum Anfang, wo ich erwähnt hatte. Ah, jetzt hat er aufgehört zu brennen. Okay, da steht dann also da doch schon einige Zeit. Weil soweit ich weiß, hören die Autos nicht so schnell aufzubrennen. Ja. Ich hatte erwähnt, ich werde spielen, worauf ich Lust. Alter! Worauf ich Lust habe. Ich schalte mal kurz aus den Chat. So, Audio. Vielleicht steck mal ein bisschen runter. Oh, apropos Sound. Ich guck mal kurz, ob das zu laut ist oder nicht. Bis gleich. So, der Sound war wirklich zu laut. Ich habe ihn jetzt ein bisschen runtergestellt. Und jetzt sollte es da keine Probleme geben. Hier müssen wir runter. Genau, da unten steht das Hunter. Eigentlich ganz gut versteckt von der Straße, glaube ich. Oder wenn jemand vorbei rennt, der liegt im Kram, was liegt denn damit? Schon wieder das ist hier um. Ich dachte, ich höre was. Falls ihr noch irgendwelche anderen guten Spielmodi in Arma 3 kennt, ja, dann schreibt ihr mir einfach mal in die Kommentare. Dann spiele ich die auf jeden Fall mal gern. Altes Life, bitte nicht, das ist mir jetzt echt, ehrlich gesagt, etwas zu jeder spielt Altes Life geworden. Also ich würde echt schon was, ja, wo man ein bisschen taktischer angehen kann, bevorzugen. Vielleicht gucken wir auch nochmal das Set für Arma 3 an. Das ist jetzt allerdings noch unklar. Ja, kann ich den noch wieder rauspacken? Ich roll den da bestimmt irgendwie raus, oder? Kann erstmal reparieren. So. Umso ganzer das Fahrzeug ist, umso größer Überlebenschancen. So, was hier? So, jetzt wird den seinen Platz eingenommen haben. Genau. Aber er verschwindet gleich. Schade. So. Okay, da warte ich noch kurz, bis das ist.
So, und jetzt fahren wir erstmal eine Zeit lang. Das dauert jetzt kurz. Da, wie gesagt, das Auto ist nicht relativ. Ist nicht relativ schnell. Ist nicht sehr schnell. Obwohl ich schon mit Eva, also ich habe die AMA-2-Steuerung in AMA-3 und E heißt halt Vollgas. Mit allem, was sie geht. Das wird dann AMA-3 durch mit Shift sein. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Spielmodi kennt, dann sagt die alte vielleicht, wahrscheinlich nicht. Falls sich jetzt natürlich mehrere Leute kommen und sich das wünschen würden, würde ich natürlich spielen. Allerdings nur mit passendem Server. Weil, ich habe mir schon ein paar Server angeguckt und naja, als ich vielleicht teilweise auf Server gestoßen, also einen, da war ich ja schon fast geschockt, der hatte einfach mal als Startgeld 200.000. Ne? Also, das, nee, muss nicht sein. Oder andere Server, da gab es den und den Markt nicht und so, und irgendwie musste man dann in die ganz andere Stadt und so. Also, oh, da gab es echt ja nicht so schöne Sachen. Wie gesagt, wenn fünf Leute einen Kommentar schreiben mit "Ich will alles live sehen" und es muss nur einer davon eine IP mitsenden oder mit privater Nachricht schicken, dann spiele ich alles live. Vorher nicht. Weil es ist definitiv nicht mein Lieblingsspielmodus. War es mal eine ganze Zeit, also ich habe das echt mal richtig gerne gespielt. Allerdings finde ich das nach einer Zeit einfach nur noch eintönig und langweilig. Weil, wenn man mal überlegt, früher oder später fährt man eigentlich nur noch hin und her. Und das fand ich dann nicht so schön. So. Das Auto untersuchen. Ich muss wissen, was es dabei hat. Nehme ich mal mit. Gut, wieder ins Auto.